Komm, ziehen wir vor. Was soll der Torwusch. Geiz? Ja, dann zieht vor. Nur zur Klarstellung, ich kann den Jungen nicht gegenhalten, richtig? Genau. Du kannst sehr große Gegner nicht gegenhalten. Okay, dann machen wir erstmal einen 8er Wuchtschlag, noch einen 9er Wuchtschlag, gucken, was da rumkommt. Ist gelungen. Gerade so. Schaden, ich nehme an, du brauchst keine Zone von mir, da hätte ich dir 21 anzubieten. Ich guck gerade mal, seine Parade wäre 13 und da habe ich keine Lust drauf, mit einer 13 zu parieren. Ich hab drei Aktionen. Nee, ich mache lieber Schaden. Na, Schaden ist lustiger. Gut, das heißt, du kriegst 21 minus 7 sind 14 Schaden in irgendwas rein, in den Kopf oder so. Willst du eine Zone oder ein Du W20 oder darfst so? Keine Zone ansagen, weil du Nee, aber keine willst du eine Tiefenwunde drin geworfen? hast. Willst du Nein, eine gewürfelt haben? nein, du schlägst halt gegen seine Schnauze, gegen wenn er nach unten haut und gegen die Klauen, alles was da gerade irgendwie ist. In den höchsten Rüstungsschutz. Macht halt keinen Sinn, dass du seinen Schwanz schlägst, wenn den jetzt auswürfelst. Nee, macht's nicht. So. Gut. Ja, dann hat er vorgezogen. Ja. Nummer 1. Gut, Tongosch. Aktion, Position. Wegen ungezieltem Ausweichen. Und dann versuche ich ihn nochmal gezielt zu stechen. Das klappt wieder nicht. Warum? Ist doch Ja, aber seinen Rüstungsschutz habe ich noch nicht mit eingerechnet, habe ich nicht dran gedacht. Ah. Torgusch ist durch. Iolaus. Ich möchte gern vorziehen. Isaron. Ich möchte einen Zauber aus meinem Zauberspeicher im Stab auslösen, und zwar den Exhilaratus auf den Yalan. Warum machst du sowas? Weil sie gut ist. Acceleratus war gelungen. Dann steigt die Basisinitiative von Yharnam. Auf 32. Isa 101 Aktionen benutzt. Die nächste auch gleich. Gleich zuhauen. Yep, Dann ist er ich durch. aktiviere mein Flammschwert. Flammschwert aktivieren. Iolaus, du bist dran. Ja, Guardianum dann noch, ich muss wieder hinterher rennen. Nächste Aktion? Mal gucken, habe ich alle? Habe ich alle? Nein. Doch. Gut, ich bleib da stehen. Das ist kein Dämonenschild, sondern nur ein Zauberschild, ne? Das ist ein Dämonenschild. Das ist ein Dämonenschild. Ja, der kommt direkt aus meinem Speicher. Der sollte eigentlich für euch gemacht sein. Zweite Aktion, ich will ihm auf den Sack gehen, ich fange Fulminikus an. Wow, echt? Ich mag den Jungen. Ja, dann viel Spaß. Eine Aktion hast du dich bewegt. Und eine Aktion mache ich von mir nicht aus, ja. Braucht zwei Aktionen. Gut, dann kannst du nächste Runde würfeln. So, der Drache ist dran. Kann euch nicht angreifen, dann greift er wieder Drakodan an. Na gut, er kann auch einfach das Schild reinbeißen, das Schild niederzerren. Stimmt. Vermutlich wird er sowieso erstmal merken müssen, dass er jetzt in den Guardianum beißt, denn der ist unsichtbar. Ja, aber er könnte Magiegespür haben als Drache. Naja, okay, Magiegespür. Ja, klar. Vielleicht riecht er auch so irgendwie nach Kraftmagie und so. Ich glaube, Iolaus riecht vorrangig nach Tabak. Ich bin in der fünften Kampfrunde. Ich kann wieder einen Strahl machen. Der Guardianum geht übrigens auch 3 Meter hoch. Nein. Du hast mir den Strahl gegeben, da war ich hier. Dann bin ich angestürmt. Und wir sind jetzt erst in der nächsten Runde. Du kannst erst nächste Runde wieder strahlen. In der sechsten. Ich bin ja 2 Runden gelaufen. In der dritten habe ich gestrahlt. Das ist jetzt. Ja, du hast recht. In der dritten, das heißt, ja. Du hast recht, du hast recht. Dann. Clown-Eingriff gegen den Schild. Nö, Und noch nicht. Noch nicht. Ich finde es cleverer. Ich finde es. Ich muss den Drachen nicht dumm spielen. Ich mache eine Aktion Schritt zurück. Ich möchte vorziehen. Jetzt, wo ich mehr Inni habe. Sorry, ich fällt mir jetzt erst auf. Ja, ist okay, dafür ist richtig, dafür ist es genau. da. Gut, dann gebe ich ihm erstmal flockig einen 9er Wuchtschlag. Weil, warum nicht? Der gelingt. Kommt 2 Schaden extra drauf vom Acceleratus. Machen wir es erstmal, da haben wir die 24. Und weil ich so dermaßen viel mehr Inni habe, kommt mein ungewandelter Angriff auch noch hinterher. Ja, das ist richtig. Da haben Schaden, wir noch was hattest du gesagt? Schaden sind 24. 24 minus 7 sind 17. Ja, dann machen wir noch einen 5er Wuchtschlag draus zusammen mit der Dings. Ist er wieder eine 9. Ach komm, machen wir noch einen 4er, ich bin feige. Der gelingt allerdings trotzdem, das ist dann 4er plus die 2 von Maxelleratus. Kommst du hier nochmal, sind wir bei 19 Punkten Schaden, minus 7 sind dann 12. Danke fürs Rechnen. Weiß nicht, wie viel der hat, aber hoffentlich tut's ihm weh, denn mehr habe ich nicht. Tja. So. Dann ist die freie Aktion vorrücken, wenn er geht. Ja, der Drache geht.
Ihr könnt natürlich auch hinterher gehen, aber er geht eine Aktion und beißt dann Dracodan. Der findet das gar nicht lustig, der zieht auch vor und geht wieder in den Hals. Ja, dann kann er erstmal gerade nicht so viele Leute angreifen. Da kann er den Kopf drehen und ihn trotzdem beißen. Ja gut, machen wir so. Dracodan hat einfach nur eine höhere Initiative und der sieht ja, das natürlich, aber gut, der Biss kommt trotzdem auf Dracodan. 16, das schafft er, dann kann Dracodan ausweichen. 20, gar nicht so gut. Ausweichen bestätigt. Dann verliert mindestens 5 Punkte, 4 Punkte Initiative der Dracodan. Mindestens 4 Punkte. Ja, wenn er gezieltes Ausweichen gemacht hat, es nicht schafft, verliert er 4 Punkte. Wenn er ungezieltes gemacht hat, dann muss er danach sogar noch. Dann schieb ihn mal bitte weiter und ich gebe nochmal den Schaden für den Bastard. Das waren 3W6, ne? 3W6 plus 5. Das sind 5 und 11. 5 und 11 sind 16 plus 5. Ich muss gerade nochmal nachgucken, bevor ich Blödsinn erzähle. Ja, genau. 3W6 plus 5. Das sind 21. 21 Schaden für. Dracodan. Das war der Drache und das war auch Dracodan. Isarun, hattest du schon was gemacht? Nee, ich würde dann eine freie Aktion aufwenden, um zu sagen, Kollege, folgt mir. Dann folgt. Oh, vor sein Schnäuzchen. Aber wir. Ich würde probieren, über diesen diesen Flügelansatz rüber zu springen oder rüber zu klettern, wie auch immer. Klettern. Mit Athletik oder mit Körperbeherrschung? Mit Klettern. Mit Klettern? Ja, ich würde jetzt eine Kletternprobe haben. Der steigt doch so langsam hoch, oder? Der Flügel. Dieser Flügel kann ja an der Stelle sehr hoch sein, dass du da klettern musst oder auch nicht. Ich will jetzt hier eine Kletternprobe, sonst läufst du außen rum. Dann klettere ich. Ihr klettert jetzt oder ihr lauft? Ich klettere. Kostet dich keine Aktion. Und würde dann rennen in Richtung. Achso, ist gar kein. Achso, kostet dich eine. Ich dachte, das wäre eine 1-1. Entschuldigung, kostet dich eine Aktion. Dann könnte ich noch 12 Schritt rennen, oder? Nee, 8. Ja, doch, machen wir so. Machen wir, was war das für eine Geschwindigkeit? Machen wir 12. Dann bin ich dann passt das hier, so. Da etwa. Gut, Abel mir. Dracodan hatte gehandelt, Yalan hatte vorgezogen. Ömer. Der Drache hat schon alle Aktionen verbraucht, das ist nicht richtig, ne? Eine hat er noch. Ja, dann soll er die jetzt entweder nutzen oder verfallen lassen. Ich ziehe nicht vor. Er kann auch parieren. Okay, das heißt, er kann die aber nicht offensiv umwandeln, das will ich nicht. Nee, genau, nein, das kann er nicht, das kann er nicht. Gut. Ja, dann eine Aktion schießen. Ja. Dann habe ich noch eine Aktion, die wird dann zum Nachladen verwendet. Der Schuss ist auf einen Drachen, auf die Entfernung, das sind ungefähr 50 Meter. Das sind ungefähr 40 Meter bis gut zum Kopf. Aber auf jeden Fall mehr als 25, weil 25, 50, da ist dann die Regelung für den Bogen. Und der Schuss ist plus minus 0, weil Zielgröße, Entfernung, Bewegung habe ich mit plus minus 0 berechnet, Sichtverhältnisse, hast du nie gesagt, dass es dunkel ist, Entfernung sind, habe ich eingerechnet. Also Zielgröße kann man schon mit minus 2 ansetzen. Ja, genau. Ja, ich habe Zielgröße ist zwar minus 2 sehr groß, aber Entfernung ist plus 4, deswegen ist noch plus 2 übrig. Ach so. Und dann kommt jetzt hier. Es ist nicht dunkel, aber es regnet. Dunst, Nebel, Dämmungssicht, Mondlicht, Sternlicht, Finsternis, unsichtbares Ziel, Sichtverhältnisse, Regen gibt's nicht. Dann Dunst gib her. Oder sowas? Genau, passt. Würfel einfach. Genau, und dann würde ich jetzt einfach mal Attacke plus 10 ansagen. Ja. Dann wäre das ein Treffer. Schaden. Jetzt kommt die Drachenjäger. 11 ein, weil ich plus 1 noch bekomme durch den Bogen, durch Entfernung. Jetzt kommen die Drachenjäger. 22 Trefferpunkte. Nee, also nee. Deutlich unter Yalan. Ist gar nicht so viel. 22 minus 7, 15. Ja, ihr könnt auf alle Fälle merken, dass es ihm unangenehm ist. Es läuft auch ein bisschen Flüssigkeit aus ihm heraus. Ob das Blut ist, wahrscheinlich nicht. Die Gedärme hängen weiter aus seinem Bauch heraus. Weiteres Pfeifen. Nächste Kampfrunde. Ich möchte vorziehen. Es sei denn, immer will noch.
Nein. Gut. Ja, wir rücken vor. Die Dame hat's gesagt, Sturmangriff. Immer schön aufs Maul. So, nehmen wir uns noch eine... Ja, nehmen wir uns noch eine 4 zur Schadenserhöhung. Gucken wir uns das mal an. Das gelingt in der Tat nicht, er darf passieren. Passierschlag, ich beiße wieder. Ich hoffe es. 7 plus 8. 15. Ja. Passt. 3W6 plus 5. Gib her. Gar nicht mal so viel. Sind 19. Zone? 19. Oh, da kommen 9 durch. Ich bin fast schockiert. Wunde? Nee, Wunschwelle ist genau 9. Schade. Gut. Das war jetzt deine Aktion. Du hattest vorgezogen, Torgosch. Ich würde auch gerne vorziehen. Gut, Jolaus. Ja, erste Aktion. Vollmediktus Donnerkeil, triff und töte wie ein Pfeil. Der Zauber ist durch. Schaden. Das sind einmal 12 Schaden plus 2W6. Das sind 15 Schaden. 15 Schaden, da wird die MR nicht von abgezogen, ne? Nein. Normalerweise nicht, es sei denn, er hat da irgendwie so eine. Nur wenn er auf der Panzer hat, glaube ich. Gestellt, Resistenz, Licht, Immunität gegen Herrschaft und Form. Immunitäten gibt's nicht. Dann machst du 15 Schaden, sind notiert. So. Und ich laufe hinterher. Ja, stopp. Stopp. Okay. Drache zieht vor. Weil deine erste Aktion ist auf der 16 und deine zweite Aktion ist auf der 16 plus 18, 8. Ich möchte auf der ersten Aktion möchte ich gerne einen Strahl gegen Jarlan spucken. Okay. Damit der Guardianum noch nicht da ist. Ach, ich dachte, der Guardianum wäre weiser und siehst du ja gut, gib mir. Ich glaube, so. ich möchte erstmal vorziehen und angreifen, glaube ich. Das klingt gut. Das ist möglich, okay. Zumindest für mich. Genau, Angriff. Ja, aus unerschwert, also weil ich Dings abbauen muss, ist trotzdem nicht geschafft, ja. Nicht geschafft? Und dann Strahl. Achso, genau, du bist auch durch. Du hast einen Sturmangriff gemacht, sind 2 Aktionen und ja, genau. Das war jetzt dein dritter. Dann kommt jetzt der Strahl. Wie sieht denn der Jarlan jetzt aus? Also ist der schon irgendwie voll Kanne am Bluten, oder? 26 ADP. Trag mich mal hier läuft um. Doch noch. 5 plus 12. 5 plus 12 sind 17 TP. Mhm, Trefferzone. Achso, immer Torso. Sind 2 also. Und Eis. Da gucken wir wieder auf die Modifikation von Eis. Ja. Ein weiterer Punkt Erschöpfung. Deine Waffe wird langsam kalt. Ja, genauso wie deine Rüstung wird langsam kalt. Und du merkst, dass es knirscht und knackt. Ein paar Risse, die sich in deiner Waffe bilden. Das war die erste Aktion vom Drachen. Iolas darf die zweite machen, jetzt darfst du. Dann laufe ich jetzt meine 7 Schritte hinterher. Gut. Das ist natürlich gar nicht so gut für Ömer, wenn ihr jetzt ihn weiter wegtreibt. Ich stelle mich jetzt auch explizit so ein bisschen in den Weg, dass Ömer so hinter mir, zwischen mir, also zwischen dem Drachen und Ömer sitze. Jarlan, würfel mal bitte eine Gewandtheitsprobe, denn der Acceleratus war nicht angekündigt und ich würde mal gerne wissen, ob du mit der Geschwindigkeit umgehen kannst. Aber natürlich kann ich das. Sorry, ignoriere die 4, die hatte ich schon in Erwartung meines Angriffs eingetragen. So, Isarun. Jo, ich würde dem Drachen mal mit meinem Flammenschwert auf die Nase hauen. Achso, Entschuldigung, Torgosch war noch nicht dran. Isarun, mach erstmal. Ist klar. Ich würde mir da noch eine kleine Finte reinhauen, und zwar eine Dreier. Wenn er sowieso nicht pariert, was er bisher noch nicht getan hat. Ach ja, stimmt. Na, kann egal. Man sich immer so überlegen. Also ganz generell ist die Finte natürlich eines der stärksten Sonderfertigkeiten. Sind 9? Ja, das bleibt diesmal. Mhm. Wie ist denn das eigentlich? Wir stehen ja jetzt direkt vor dem Drachen. Strahlt er so eine gewisse Hitze aus oder weil der halt Eis spuckt, eher so eine Kälte? Nein, strahlt er nicht aus. Vor allem, weil du hast dich auch eingerieben jetzt mit dieser Wundsalbe. Stinkende Salbe, du bist dir gar nicht sicher, ob das jetzt daran liegt, dass er so kalt ist oder ob die Drachensalbe, die Drachenpaste hilft, du weißt es nicht. Brennt dem Drachen nicht mittlerweile ein Punkt Rüstung weg?
Drache brennt Rüstung weg? Ich glaube nicht, Tim. Natürlicher Rüstungsschutz. Sekundär Schaden Feuer. Da steht nicht, dass es nicht gegen natürlichen Rüstungsschutz geht. Bei 2, Achso, Schaden. Plus 7. Ich weiß halt nicht, ob die auf einen Schlag sein müssen oder ob die sich kumulieren. Da kann man drüber streiten. Also, das sehe ich beim Ignifaxius auch nicht so. Wenn du mehrere Ignifaxi hintereinander könnte man halt drüber diskutieren. Machen wir nicht jetzt. Dieser Runde ist durch, Abelmir. Ich würde mich zum Hals begeben. Ich müsste rennen. Ja, dann mach das. 2 Aktionen. Da. Fertig. Genau, da. Dragonan schlägt 2-mal zu. Also zieht er vor mich, weil ich will ihn jetzt hauen. Dann mach, Torgo. Entschuldigung, ich hab dich schon wieder vergessen. Mach. Ich versuche ihn wieder zu hauen. Gleiches Problem wie vorher. Eine Aktion hin und dann hauen. Ja, richtig. Ja, ich treffe wieder. Was ist denn los? Warum denn plus 10? Hä? Plus 4 wegen gezielter Stich. Plus 4 wegen bewegt. Plus 2 wegen Wunde. Und dann kommt noch sein natürlicher Rüstungsschutz. Ach, weil du deine Wunde nicht ignorieren kannst. Du weißt, dass du die Runde zu jedem Kampf wieder ignorieren kannst, ja? Ich dachte, ich kann die nur im ersten Kampf ignorieren. Nein, jedes Mal, wenn der Kampf anfängt, darfst du die neue Selbstbeherrschung schmeißen, um die Wunde zu ignorieren. Genau, eigentlich ist es so, dass dieses Wundignorieren dir ein paar Mali gibt, nämlich das gibt dir Erschöpfung, aber da wir momentan ohne Erschöpfungsnotizen spielen, ist das also sozusagen immer frei. Ich glaube vor allem, das hier ist wichtiger als ein Punkt Erschöpfung. Jalans Erschöpfung wird auf alle Fälle notiert. Die beiden Wuchtschläge von Dracodan kommen zumindest nicht durch. Er hatte auch ein paar Probleme, hiebt er mal wieder gegen den Hals, aber es hat wohl keine Wirkung. Natürlich wird er treffen, er ist ein Meister auf der NPC. Dracodan ist fertig, Jalan ist fertig, über. Ja, immer eine Aktion nachladen noch von der letzten Runde und eine Aktion Attacke Plus, das heißt nächste Runde kann ich dann schießen. Gut, nächste Kampfrunde Nummer 7. Ich kann leider keinen Flammstrahl mehr spucken. Ich hab noch. Ja, Torbeschuss nicht mehr drin. Gut. Okay, nice. Ziehen wir mal vor. Dann mach. Gut. Eröffnen wir doch mit einem 9er Wuchtschlag. Der gelingt. Leider kein Satz-Attacko mehr, ansonsten würde ich mich freuen. So, kommen nochmal 2 Schaden extra drauf vom. Links, sind wir 25, ziehen wir 7 von ab, passt 18. So. Das Ganze kann ich natürlich nochmal machen, deswegen machen wir direkt noch einen 9er Wurfschlag, weil, hey, warum nicht? Der gelingt dann in der Tat nicht. Und weil ich sowieso gerade dran bin, gebe ich dir einfach einen unerschwerten Angriff. Der ist dann erschwert mit 13, weil umgewandelt. Um mein Ding abzubauen, ist dann auch nicht getroffen und wir sind fertig. Krieg ich irgendwo einen Passierschlag? Nein. Der nächste bitte. Der nächste ist Torgosch. Ja. Drache zieht vor. Ja. Drache beißt dich. Das ist schlecht. Da sind Zwerge. Zwerge aus einer Drache. Drache trifft. Möchtest du ausweichen? Überlege ich gerade. Hast du noch eine Erschwernis von deinem gezielten Stich? Ja, habe ich. Gezielter Stich nicht getroffen. Eine Erschwernis von 10? Ich glaube, wenn die zieht die Wunde mit rein. Hast du noch nicht selbst beherrscht. Nee, also das zählt dieses plus 4 durch die Ansage rein, plus halbe Rüstungsschutz, das ist die Ansage im Endeffekt gewesen. Also ja. 7. Ja, gut, nein, das ist ein nicht mögliches Ausweichen. Weißt du wahrscheinlich auf die 1 aus, ne? Ja, das können wir uns schenken. Sind 21 TP. Wohin? Die Frage. In den Torso. 21 in den Torso. Weißt du einmal und es knackt. Doppelwunde, dann krieg ich nochmal 2W6. Ich schmeiß die mal eben. Schicksalspunkt. noch bin ich ja nicht tot. Bist du nicht? Also ich bin unter 0 Lebenspunkt, aber tot ist ja was anderes. Okay, gut. Dann lassen wir dich erstmal langsam sterben. Der Drache nimmt mit seinem Maul, reißt einmal mit seinem Hals nach oben, zuckt nach unten, beißt einmal zu. Könnt sehen, wie die obere Hälfte vom Torosch einmal in seinem Rachen verschwindet. Er beißt einmal zu, es knackt die Rüstung. Du kannst merken, wie sich die Zähne durch deine Rüstung durchbohren. Das Maul wird wieder geöffnet. Torosch sinkt einfach auf die Knie, bricht zusammen, blutet aus vielen, unglaublich vielen Wunden und der Hals vom Drachen guckt wieder nach oben. Das war die vorgezogene Attacke. Torgeschuss raus. Dann ist Iola aus 16. Mist. Ich aktiviere wieder einen Zauber. Aus meinem Stab. Und zwar den Reversalis Fulminiklus. Willst du den Zwerg wieder zurück ins Leben prügeln?
Ja, ich ziehe mit dem Stab auf ihn und ja, wie eine unsichtbare Welle schlägt es den Zwerg ein und zack, du kriegst 23 Lebenspunkte instant geheilt. Nee, drei weniger, weil sein... Achso, nee, dein Zauber wird gegen den Zwerg misslingen. Hm? Weil du bekommst doch 3 Punkte erschweren, natürlich schwer zu verzaubern. Und dein Zauber, wenn du den Stab gesprochen hast, wenn du nicht ausdrücklich gesagt hast, er darf Erschwernis überwinden, wird scheitern, weil der auf einen Punkt Erschwernis oder mehr trifft. Der Fulminictus ist aber kein... Ja, doch, hat er recht. Du hättest am Anfang eine Erschwernis selbst wählen müssen, die maximale MR da gibt, die du überwinden kannst. MR ist egal, schwer zu verzaubern ist ja, glaube ich, hier der Knackpunkt dabei. Ja, das ist egal, schwer zu verzaubern ist ja nur erwarteter MR. Nein, schwer zu verzaubern ist halt ein Erschwernis auf alle Heilzauber und allen anderen Shit. Das ist das Ding. Das ist natürlich bitter. Wusste Iolaos nicht? Hm. Kennt sich mit Zwergen nicht aus. Kein Problem, nein. Jungs. Ich kann auch locker 3 Lebenspunkte tanken, dann wird's knapp. Iolaos hat eine Aktion für den Zauber gebraucht, nächste Aktion. Ja, ich versuche mal ein bisschen vorzulaufen, damit der Zwerg auch mal in dem Radius des Guardianums steht. Weil, vielleicht lernen die Leute so langsam mal nicht von mir wegzulaufen. Der Drache hat noch 2 Aktionen. Jetzt kratze ich an deinem Schildfreundchen. Jetzt kommt der Schild weg. Ja, hier, komm. Und zwar mit 2 Klauen. Komm, falls zu. 2 Klauen. Gegen so ein Guardianum werde ich automatisch treffen, das werde ich nicht auswürfeln, den Blödsinn tue ich mir nicht an. Der Schaden von den Klauen ist 1W6 plus 6, also würfel ich 2-mal. Sind 1-mal 9 und 1-mal 7. Ja, der Schild steht. Ja, wie sieht das mit den Schildpunkten aus? Sieh bitte, dass du... Das habe ich ja im Forum bereits gesagt. Pro Schadenspunkt kriege ich einen Schildpunkt weniger. Genau. Und wenn ich die 7 übersteige, dann wird der nächste... also du verlierst jetzt 3 Schildpunkte. Moment. Zählen seine Angriffe als dämonisch? Ja klar. Er ist dämonisch, der GT. Ja, keinen Schaden. Naja, ich nehme dir jetzt 3 Schildpunkte weg. Punkt. Ja. 3. Ja, das von 41. 3 Stück. Nee, nicht von 41. Nee, von dem siebenfachen von 41. Ja, nee, du hast 7 Punkte. Quark. Wie hoch war dein Guardianum? 41. Das sind doch nicht die Schildpunkte. Der hat 41 Schildpunkte. Genau. Ja, aber gegen Dämonen ist der mal 7. Nein, genau. Ist er eben nicht. Er ist sozusagen nur pro 7 angefangen. Ne? Das ist ja gerade das, was vorher gesagt wurde. Ja, genau. Okay. Pro 7 angefangen. Das ist das, was ich im Forum bereits gesagt habe. Genau, aber der hat wirklich 41 Schildpunkte da drin, weil er einen ganz hoch hat und den wahrscheinlich in die doppelte Zauber da in den Stab gesprochen hat, irgendwo in Ruhe. Genau, ja, und außerdem noch viel mehr ASP reingeschafft hat. Es ist möglich, 41. Ich habe auch schon 60er Guardiani gesehen. So ist es nicht. Oh, Jungs. Du sagst uns immer, wir hätten 10.000 AP, wir sollen das übernehmen. Ja, also Respekt. Es ging mir nur darum, dass es ordentlich berechnet wird, aber wenn du sagst 41, dann... Bin ja nicht der Einzige hier, der irre viel Schaden wegkriegt. Ja, der dämonische Angriff gegen das Schild verbraucht 1 Punkt zusätzliche... 1 Punkt pro Schildwerk pro 7 Angriffe als TLP. Drache ist durch. Iseron ist dran. Ich greife nochmal an. Flammschwert, ne? Genau. Diesmal mache ich einen Wuchtschlag plus 3. Keine Finte? Jetzt pariert er, pass auf, jetzt pariert er. Nee, ich kann nicht mehr. Ich habe einmal einen Strahl gemacht und einmal einen Biss gemacht und zweimal meine Klauen. Ey, du hast gestrahlt, ach dann ja, hast du gebissen ja und dann hast du zweimal Klauen. Nein, oder? Ich hatte letzte Runde gestrahlt, ich habe diese Runde einmal gebissen. Und zwar ja, ich habe vergessen, die 3 einzutragen, also sind natürlich halt 3 mehr. So, sind einmal 13 minus 7. 13 minus 7 sind... Nee, sind 6. 15 minus 7. 15 minus 7. Wer hat gerade gesagt, sie hat die 3 nicht eingetragen. Gut. 8. Einmal 8. Und der andere mit dem Flammschwert? Ich habe die nur mit dem, beim Schaden nicht eingetragen. Bei der Attacke schon. Okay. Ja, also verliert er jetzt nicht im Punkt Rüstungsschutz? Weil jetzt sind die TP über 10. Das stimmt allerdings. Ja, wenn es ein natürlicher Rüstungsschutz ist, ja gut. Es steht nicht, dass natürlicher Rüstungsschutz ausgenommen ja, ist. Ja, können wir machen. Können wir machen. Oh, dann hast du 2-mal angegriffen, Abelmir.
Ich würde einen gezielten Schlag, ich suche mir halt eine Stelle zwischen den Schuppen, probiere ich zu finden, einen gezielten Schlag gegen seinen Hals zwischen die Schuppen. Möglichst direkt eine Sehne, also ich trenne irgendwie was. Und zusätzlich noch einen plus 5, also insgesamt plus 7 Attacke. Ja, mach mal Attacke plus 7. Nein. Dann ist deine nächste Aktion das Schwert um 7. Und beachte bitte, dass wenn du keine Tierkunde drin hast, dass dir der Rüstungsschutz ist halt immer für dich dann 7 bzw. immer 6. Nur als Hinweis. Das war die erste Aktion von Nabelmir. Zweite? Zweite Aktion, Position, um die Schwänze abzubauen. Ja, Drakodan schwer verletzt. Steht aber noch. Hätte man normalerweise nicht wegstecken können. Schlägt zwar mit zu. Und hilft euch. Gut. Jan hat vorgezogen. Ömer darf noch. Ich hatte letzte Runde Attacke Plus angesagt. Das heißt, ich kann jetzt schießen mit Attacke Plus auf ihn. Das ist also genauso wie davor auch. Und ich sag wieder plus 10 an, in der Hoffnung, dass ich treffe. Gerade so getroffen. Und einmal 17 weniger 7, also 10 echte Kugelschutz. Ja, wir haben gesagt, wir rüsten den Rüstungsschutz weniger. Geben wir 11. So, dann sind alle durch. Siebte, achte Kampfrunde. Torgosch ist tot. Iona aus. Wird gern vorziehen? Ja, wieso? Ich reiße eine meiner Gürteltaschen ab und schmeiße sie so blindlings hinter mich, weil ich weiß, da ist der Iolaos irgendwo. Und dann benutze ich eine freie Aktion, um zu rufen, in der Tasche ein Bärentrank. Das waren zwei freie Aktionen. Verdammt. Ja, mit Gürtel runterreißen. Ja, aber ich denke mal, ja, ich muss ja irgendwie die Tasche abkriegen. Das ist schon unglaublich komplex.